Moin, moin. Hallo, moin, moin. Hallo Nelly, grüß dich. Warte mal, ich schalte mal beide gleichzeitig ein. So, wunderbar. Da sind wir. Hi. Hallo, jetzt machen wir ein kurzes Video. Genau. Ganz viel Informationen gekriegt die letzten Tage. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, wo wir aufhören sollen. Aufhören geht sowieso nicht. Fast rund um die Uhr. Ja, und wir komprimieren das Ganze mal ein bisschen. Wir reden über Jalta. Ja. Dann über die Personalausweise. Was haben wir da alles Schönes gehört? Aber auch persönlich gehört, ja, also nicht nur Zuschriften. Ja? Und was haben wir noch? Ja, und was hat das Ganze mit Gesara Nesara zu tun? Genau. Alex, bitte. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen in einem Satz. Alle Zeichen stehen auf grün. Yes. 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 Was ist passiert? Wir haben die Jalta-Konferenz am 9.5., das heißt also am kommenden Samstag, übermorgen. Und wir beiden haben ja die ganze Zeit gerätselt, was könnte da wohl passieren? Und wir haben darüber diskutiert und uns ausgetauscht, was werden die da wohl machen? Werden die da erstmal Verhandlungen führen? Werden die da die Staatsgrenzen festlegen? Oder wer vertritt Deutschland und Österreich und so weiter und so fort? Also wir haben da die wildesten Ideen gehabt und haben die letzten 2, 3 Wochen da tatsächlich drüber diskutiert. Mittlerweile haben wir Informationen darüber, dass bei Jalta gar nicht großartig diskutiert wird, sondern alles im Grunde genommen in den letzten 20, 30 Jahren schon fertig gemacht worden ist und ein minutiöser Projektplan hier abläuft. Das haben wir schon mal gesagt in einem der letzten Videos. Hier läuft ein minutiöser Projektplan ab. Task für Task wird da abgearbeitet. Es sieht sehr nach militärisch geplant aus. Und am Samstag passiert schlicht und ergreifend unserer Meinung nach, es wird verkündet. Die Verträge werden verkündet, sie sind unterschrieben oder sie werden dort unterschrieben, das ist einerlei. Und dann wird verkündet. Ich gehe davon aus, Putin, das ist die Information, die wir erhalten haben, Putin ruft Gesara aus. Und damit den ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran kommt, mit innerhalb von 120 Tagen Neuwahlen in den teilnehmenden Ländern. Und wir haben immerhin in der UN 194 der 208 Länder haben wir drin der Welt. Es gibt da eine kleine Differenz von 14 Ländern, die sind nach Völkerrecht nicht anerkannt. Also es sind beide Zahlen richtig. Ich wurde da ja schon mal wüst darauf hingewiesen. Es sind nicht 207, 208 Länder, doch sind es. Aber völkerrechtlich anerkannt sind tatsächlich 194. Also insofern, es haben alle recht. Diese 194 Länder, die haben unterschrieben, die nehmen daran teil. Das ist das Pariser Klimaabkommen vom Februar 2018, wo auch Gesara Bestandteil war und ist. Wir haben eine Kleinigkeit, wir haben für die US-Amerikaner haben wir NESARA. Das läuft schon. Auch das wird minutiös abgearbeitet. Der Trump ist da sehr, sehr weit. Der war vorgestern in Arizona, hat sich dort mit den Native Indians oder Natives getroffen, hat 8 Milliarden US-Dollar Wiedergutmachung schon mal gezahlt. Ich glaube, das sind 40% der Gesamtwiedergutmachung, die er zu zahlen hat. Genau, 40% habe ich auch gelesen, ja. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und jetzt kam dann die nächste Nachricht. Nach dem 9.5. Ausruf Gesara bis zum 15.5. wird Wiedergutmachung ausgezahlt. Und zwar nach Nesara in den USA und Gesara auch Global. in der ganzen Welt. Also Genau. auch für uns im Global. deutschsprachigen Raum. Jo. Sobald wir das gehört haben, sobald wir das nachlesen konnten und auch gehört haben, ist es so, dass wir alle einen Anruf, eine E-Mail, einen Brief bekommen von unserer Bank. Wir haben dann dort zu erscheinen und dann wird uns mitgeteilt, ihr habt die Summe bum bum bum
mit vielen Nullen hinten dran. Ein Teil davon bekommt ihr auf euer Konto zu eurer freien Verfügung. Ein Teil wird, und fragt mich bitte nicht, wie groß der Teil ist. Ich habe keine Ahnung. Und da jeder, der die Frage stellt. Es sind ja auch erstmal nur die ersten Informationen, die wir jetzt und rausgeben. Und jeder, der die Frage stellt, da ist Gier der Vater des Gedanken. Und das wollen wir mal außen vor lassen. Es wird ein sehr beträchtliches Vermögen für jeden dabei übrig bleiben, was er zur freien Verfügung hat. Aber ein Teil der Summe wird dann von jedem freiwillig gespendet werden dürfen in humanitäre Projekte. Mhm. Da ist unserer Ansicht nach, soweit hatten wir es auch schon mal vor ein paar Wochen gelesen, dass es eine Projektliste gibt, aus denen man auswählen kann, oder man hat sogar selber Projekte, die man gestartet hat oder die man auch beschreiben kann, dass man das Geld dann dort reinsteckt. Es geht einfach und allein darum, dass man nicht alles Geld dann so für sich und so weiter behält, denn es ist schon sehr viel Geld, was jeder bekommt. Das ist nicht ein paar hunderttausend, sondern es ist mindestens nochmal eine Null hintendran. Ich verrate nicht zu viel. Aber dann mit einer Null an die 100.000 sind wir schon mal bei einer Million. Und Fall vorkommt, das lassen wir mal außen vor. Es wird sehr, sehr viel Geld sein. Das bekommen wir als Wiedergutmachung. Das hat noch gar nicht mal was mit Nesara, Gesara zu tun, sondern das ist vorab eine Bedingung, um dann Gesara starten zu können. So ist das neu geplant worden. Dazu passen die Handlungen, die im Moment von den Banken und Sparkassen auslaufen. Ja. Wir haben jetzt schon zweimal in den Videos darüber gesprochen. Sehr merkwürdig, ohne Not wird plötzlich das Online-Banking und die Verfügungssumme oder die Überweisungssumme, die man täglich machen kann, von 15.000 auf 100.000 Euro angehoben, ohne dass man da Rücksprache halten muss mit der Bank. Und zwar Sofortüberweisung, ne? Es geht um die Sofortüberweisung. Die sind, soweit ich das weiß, nur ganz, ganz kurze Zeit umkehrbar. Also wir sprechen hier von 20 Sekunden. Ansonsten ist das Geld unwiderruflich wegüberwiesen. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn jeder, und entschuldigt, wenn ich da, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber wenn jemand ein Verkäufer oder ein Postbote oder die halt nicht das Vermögen auf dem Konto haben und das Einkommen haben, aber 100.000 Euro jeden Tag überweisen, einen Monat lang, das dürfte für die Einkommensklassen durchaus schwierig werden. Mhm. Aber es wird trotzdem gemacht und es wird für jeden gemacht. Also da muss es irgendeinen Grund geben. Richtig. Und das Ganze ist für den 1.7. eingerichtet. Wir wissen es mittlerweile, dass das nicht nur die Sparkassen, mittlerweile weit verstreut über ganz Deutschland. Es gibt sicherlich Sparkassen, die noch nicht die Info rausgegeben haben an ihre Kunden. Das mag sein, das ist richtig. Mhm. Aber wir können schon jetzt sagen, es ist so weit verstreut über Deutschland, dass man sagen kann, der Deutsche Sparkassenverband, also die Mutterorganisation oben drüber, hat das veranlasst und es liegt jetzt an den einzelnen Häusern bzw. Organisationen, das dann umzusetzen. Ja. Wir wissen auch, dass es aus dem Volks- und Raiffeisenverband auch solche E-Mails schon gab und solche Nachrichten eingestellt wurden in das interne Postfach des Online-Bankings. Also schaut mal gerne. Commerzbank auch. Ne? Commerzbank habe ich ein Schreiben sogar bekommen. Bei Commerzbank war es auch ganz lustig. Da habe ich nicht nur ein Schreiben bekommen, sondern auch zwei Kontoauszüge. In dem Kontoauszug vom März sind noch die Überziehungskreditzinsen mit 11,25% ausgewiesen. Im April nicht mehr, sondern da steht nur ein ganz lustiger Satz. Es könnten bei Überziehung des Rahmens Zinsen anfallen, die dann ausgesprochen oder beziehungsweise belastet werden können. Das heißt nicht müssen, können. Müssen, genau. Also das ist auch schon mal eine beachtenswerte Information. Es ist die Commerzbank. Ich habe, meine ich, auch von der Deutschen Bank auch schon was gehört. Also es wird über kurz oder lang alle Banken jetzt in den nächsten Tagen, wird das kommen. Schaut mal in euer Online-Banking rein. Wird bestimmt ganz lustig. So, dann haben wir Reisepässe.
und Personalausweise. Also wir können euch sagen, auch das Thema wird heißer und heißer. Ja, ihr könnt Reisepässe oder Personalausweise beantragen. Ja, ihr bekommt auch einen Termin. Ja, es gibt Bürgerämter, wo das sofort möglich ist. Ja, es kann aber auch 2 bis 3 Wochen dauern, bis ihr einen Termin bekommt. Du selber hast gestern angerufen, vielleicht magst du das gerade erzählen. Ich habe gestern einfach mal ein paar abtelefoniert in verschiedenen Städten, weil ich gedacht habe, ich gucke einfach mal und habe dann doch tatsächlich eine erwischt. Und das war witzig. Ich habe gesagt, ich bräuchte demnächst wieder einen neuen Perso. Ob ich den denn beantragen kann, ob das möglich sei? Ja, ja, selbstverständlich. Ich habe mich also etwas ein bisschen naiv dran gestellt, sage ich jetzt mal. Und habe ich gesagt, was ich denn da alles brauche, was ich denn mitbringen soll. Ich bräuchte ja bestimmt wieder dieses komische biometrische Passbild. Und da ist die Dame überhaupt gar nicht drauf eingegangen, sondern sie hat gesagt, nee, Sie können da nicht einfach vorbeikommen, Sie müssen einen Termin haben. So, und da sage ich, ja gut, dann machen wir einen Termin. Wann denn? Morgen, übermorgen? Nein, erst ab dem 19.05. können wir Ihnen einen Termin geben zum Antragstellen. Da sage ich, gut, okay, aber was muss ich denn dann mitbringen, damit ich nicht zweimal kommen muss? Nee, Sie kommen jetzt erstmal vorbei zu dem Termin. Also sie hat wirklich versucht, sich da rauszureden, so kam es mir jedenfalls vor. Das ist das, was ich sagen kann, was ich selbst erlebt habe. Ne? Weil es ja auch immer heißt, ja, schreiben kann einer viel, was er da angeblich. Also so viel dazu, ja. So, dann habe ich zu dem Thema Reisepässe und Personalausweise heute eine Nachricht erhalten über Facebook Messenger und ich darf euch mal zumindest in Auszügen vorlesen, was ich da geschickt bekommen habe, denn das ist schon harter Tobak. Also ich fange mal mittendrin an. Nachdem ich überprüfen musste, was an bestimmten Behauptungen von sogenannten Reichsbürgern wahr ist, also die Dame hat im Bürgeramt gearbeitet in einer Gemeinde oder Stadt in Deutschland. Stadt. Wahr ist und herausgefunden habe, dass die Sache mit der Staatsangehörigkeit genauso ist, wie diese Leute behaupten, haben 2 Kolleginnen von mir und ich mit meiner ganzen Familie 2015 den Staatsangehörigkeitsnachweis erworben. Daraufhin wurde ich auf meiner Arbeit in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, nur ich. Die anderen beiden Kollegen waren Angestellte, also nicht verbeamtet, und in der CDU. Die hat man wohl nur verwarnt. Mein Arbeitgeber hatte angeordnet, dass ich nicht mehr mit meinen Kollegen sprechen dürfe. Obwohl nachgewiesen wurde, dass ich nichts Falsches herausgefunden oder getan habe. Da der Bürgermeister aber selber noch die Karriereleiter aufsteigen wollte, stand ich ihm im Weg. Und leider können bei Beamten die Bürgermeister entscheiden, ob jemand in den vorzeitigen Ruhestand kommt oder nicht. Ich bin froh und dankbar, nun zu Hause sein zu können. Bam, bam, bam. So, und dann spricht sie noch über Systemumstellungen, IT-Systemumstellungen. Ja. Es ist genau so. Systemumstellungen finden über Nacht oder am Wochenende statt. Ich habe Systemumstellungen zur Einführung der neuen Personalausweise als auch zur Einführung der Steueridentifikationsnummer mitgemacht. Anträge von Ausweisen werden gesammelt und im Bündel an die Bundesdruckerei geschickt. Also wenn dort mal eine Systemumstellung sein sollte, bekommen die Bürgerämter eine Nachricht, dass die Bestellung von Ausweisen digital an einem Datum nicht möglich sei. Dann geht es halt am nächsten Tag. Wochenlange Ausfälle, die gibt es nicht. Ja. Vorläufige Ausweise müssen immer hergestellt werden können. Das Bild und die Unterschrift werden eingescannt und auf vorhandene Vordrucke aufgedruckt. Da ja ab 16 Jahre Passpflicht ist und die Ausweise für Notar, Bank, Schul- und Ausbildungsträger und so weiter gebraucht werden, können Sie diese nicht verweigern, es sei denn, der Antragsteller hat auch einen Pass, einen Reisepass. So, den Rest lasse ich mal weg, das ist nicht weiter wichtig. Liebe Grüße. Punkt, Punkt, Punkt. Also,
Warum habe ich das vorgelesen? Ihr wollt immer Nachweise haben. Das ist jetzt mal vorgelesen aus einer Nachricht, die ich persönlich bekommen habe von einer Mitarbeiterin, die selbiges erlebt hat und zu berichten weiß aus ihrer jahrelangen Arbeitstätigkeit als Beamte in einem Bürgeramt. Genau. Leute, da draußen ist richtig was los. 2 bis 3 Wochen System, IT-Systemumstellung. Ich habe es jetzt schon 2 Tage lang gesagt. Ich sage es jetzt das letzte Mal. Ende. Genau. Ja? So, das war's schon für heute. Nee, für jetzt. Wir machen, wir machen heute Nachmittag noch ein Video. Also, macht's gut. Where we go all. Tschüss.